Guten Morgen bei Maus trainiert, dem Fitness bei Disney Vlog. Nee, es bleibt Maus gecheckt. Wir sind auf Castaway Key für viele Leute das Highlight der Reise, weil das ist die Privatinsel von Disney. Und ich bin abgelenkt, weil ich muss mir das jetzt ganz genau angucken, weil wir haben hier nie eine Außenkabine auf der Seite, wo Castaway Key dann schön angedockt ist. Also wir sind mit Chip und können uns jetzt hier schön die Insel angucken. Und das Vlog heißt deswegen in den ersten paar Minuten noch Maus trainiert, weil meine einer geht schön 5 Kilometer kurz hier runter, eine kleine Runde trotz alledem laufen. Es ist schön warm, also ist nicht sehr und nach dem Lauf werde ich die wertvollste Medaille der Welt bekommen. So hat es noch ein Kreismann bei erzählt. Auf alle Fälle, hier haben wir jetzt angelegt und laufen dann gleich einmal dort entlang. Oder ich jogge da einmal entlang und dann das kleine Dorf jetzt Bildmitte zu kommen. Da wo der erste Strand ist, dann dahinter ist der zweite Strand. Und dort in der dritten Bucht ist dann Pelican Bay mit der Rutsche. All das sehen wir später noch in diesem Video. Es gibt einen Aussichtsturm, wo ich hinlaufe. Der ist allerdings, doch der ist auch von hier aus zu sehen. Und zwar direkt hinter den Häusern. Aber das wird man wahrscheinlich besser auf dem Foto erkennen können, wo ich hinlaufe. Ja, und ich freue mich. Ein bisschen was bewegen in diesem Urlaub ist eine gute Idee. Dann bis später. Ich nehme mein Handy mit. So, Maus trainiert. Geht weiter. Wir sind hier bei dem Schiff. Bei der Fantasy dieses Mal. Und ja, ich mache den 5K-Lauf. Angeblich gibt es dieses Mal Medaillen. Es ist sehr warm. Also sich darauf zu verlassen, dass die 28 Grad angenehmer sind zu laufen, war ein Fehler. Aber ja, es ist wunderschön hier und deswegen, es ist fast noch keiner auf der Insel, 2 andere Läufer habe ich jetzt gesehen und die ganzen Leute, die mit mir runtergegangen sind, sind anscheinend alle zu ihrem Beach gelaufen oder sowas, aber toll hier die Aussicht, es ist windig, ich mache aus, bye. Und so weitläufig ist das Ganze auch, hier ist nichts drumherum. Cool. Und wer sich schon immer gefragt hat, was hier passiert, wenn alle auf Castaway Key sind, die machen hier gerade so Übungen mit den Rettungsflossen, wie man die umdreht, wenn die geflippt sind und all sowas. Und das hier ist meine 5K-Medaille, die ich jetzt habe. Damit gehe ich jetzt voll stolz zum Essen. Nein, eigentlich muss ich sie noch einmal zeigen, die wird gleich weggepackt, damit da nichts passiert. Wir gehen schnell frühstücken. Genau. Der singt aber auch so laut. Und essen schnell und dann ab auf die Insel. So, Cabanas. Bis 9.30 Uhr hat er noch einen World Court auf. Das heißt, wir müssen jetzt hier im Cabanas essen. Was Self-Service ist, etwas lauter, aber es ist auch nicht so richtig voll mehr. Heute ist der letzte Tag für Mickey Waffles. Das ist noch eine ganz wichtige Geschichte hier. Mickey Waffeln gibt es nicht am allerletzten Tag. Da kann man sich nicht mehr eindecken. Das heißt, heute werden hier Mickey Waffeln gegessen und das war's. Viel Auswahl, ihr seht das Ganze. Mit Cereals und wie heißt es? Birchermüsli. Heißt sogar Bircher hier. Birchermüsli steht da. Okay. Kurz. Dann hier immer wieder im Cabanas gibt es die verschiedenen Schlösser mit Hongkong, Tokio, Magic Kingdom, Walt Disney World, Disneyland und Disneyland Paris. Und es gibt von allen
Parks eine Uhr mit der Zeitzone. Mehr Frühstück, mehr Cereals. Die Omelettes sind ganz lecker, Croissants sind lecker. Ja, ich fange mal an. Der Beach ruft. Und das ist dann die Aussicht vom Cabanas Außenbereich auf den Strand. Da unten steht Donald und macht Fotos, da steht quasi noch Daisy, das heißt die Charakter, die geht hier noch durch. Und ja, ist nicht so schlecht. So, das ist unsere Aussicht beim Frühstück. Das hat der André mit Sicherheit gerade schon gezeigt. Und ich zeige mal, was ich mir heute genommen habe. Ich habe mir ausnahmsweise mal einen Bagel genommen, ein bisschen Bacon und Gouda Cheese. Wobei, für mich sieht das nicht aus wie Gouda. Ich probiere mal. Ist Gouda. Aber hat einen anderen Rand irgendwie. Ist ein bisschen anders. Aber ist Gouda, tatsächlich. Ja, vielleicht mehr Schmelzkäse. Mehr Emmentaler Schmelz. So schmeckt es jedenfalls. Dann habe ich mir heute ausnahmsweise mal ein frisches Omelette bestellt, weil die Omelettes, die da immer drin liegen, das Problem an dem Essen ist, es ist eigentlich super lecker, aber es ist immer super schnell kalt. Und deswegen habe ich mir heute mal ein frisches Omelette bestellt und bin ganz gespannt. Das kommt dann wahrscheinlich auf meinem Bagel mit meinem Käse, mit meinem Bacon und dann gibt es im Anschluss wahrscheinlich noch Mickey Waffle. Das ist dann das letzte Mal vorerst und ja, und dabei genießen wir diese Aussicht. Herrlich. Und da ist auch schon mein Omelette gekommen. Das ging super schnell. Ich habe mir ein Käse, Pilze, Zwiebel bestellt. Und das packe ich jetzt hier auf mein Bagel. Ich habe leider Besteck vergessen. Deswegen muss ich hier so ein bisschen ungeschickt hantieren. Und dann kommt das auf mein Bagel. Und so sieht das Ganze dann aus. Leider falsch rum. Yum, 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 yum. So, ich habe gerade einen perfekten Instagram-Shot gefunden. Nämlich mit der Mickey-Waffel. Auf Keswaki. Hey, Mickey. Okay. Ich habe leckeres Essen. Die Steffi hat ja auch schon ihres gefilmt. Ich habe Banana Pancake, Mickey Waffles und Biscuit and Gravy. Was ist so gehört? Very American. I know. Das sieht so brutal schön hier oben aus, dass wir gar keine Lust haben, nach unten loszugehen, weil einfach die Aussicht hier so traumhaft ist. Aber im Dezemberurlaub haben wir zwei Etagen drunter unser Zimmer mit genau diesem Ausblick gebucht. Da freue ich mich sehr drauf. Worauf ich mich auch freue, naja, es wird was viel allmählich. Ist hier so, ich habe so zwei Joghurt-Cafés. I keep thinking that's a dog. Wait, like, no, no, it's not a dog. More microphone. Und dann habe ich hier ein Müsli. Ein Oatmeal mit Pimmt. Version und noch ein bisschen Vitamins. Ah, ist das schön hier. So, das letzte Video, das war von oben. Aft, also hinten, Deck 11 in Cabanas. Das hier ist jetzt von unserem Stateroom aus. Mitchell, 10. Etage. Und jetzt bin ich mit der Zoom-Kamera unterwegs. So sieht das hier aus. Ist toll, oder? Ich sag mal ja. Traumhaft hier mit dem Wasser vor uns. Noch sind wir im Schatten hier. Also noch ist vor uns Schatten vom Schiff, deswegen leuchtet das nicht ganz so wie da hinten. Das wird gleich zur Mittagszeit anders aussehen. Es ist wirklich wunderschön. So, wir haben es geschafft. Und uns ist direkt Pluto in die Arme gelaufen, ja. Ne? Ich konnte nun so schnell gar nicht die Kamera ziehen. Weil jetzt haben wir genau nämlich das Problem, wovon ich immer gesprochen habe. Wir kriegen ja vorne ein paar Beach Towels, aber wir haben keinen Cooler. Wir haben keine Kühltasche. Okay. Also Disney verkauft nämlich seit Tag 0 schon immer die Kühltaschen mit DTL-Logo.
Outfit habe ich auch gesehen. Ich kaufe die aber nicht, weil das ist schon ziemlich übertrieben, für ein paar Stunden, die man hier ist, noch Kühltaschen zu kaufen. Aber trotz alledem. Gut, hier gibt es die Handtücher. Und hier vorne gibt es dann die Cooler Bags. Mit dem Dasani-Wasser, was eigentlich Kranwasser ist, in Plastik oder in Alu, ganz schön Alu-Dosen. So, wir haben jetzt hier ein paar schöne Magic Shots gemacht. Hier ist Captain Bob Iger Jim Shrimp Distributors. Das heißt, kleine Hommage an den aktuellen Bob. The Real Bob, The Good Bob. Und alles, das ist heute gecancelt. Wie wieder, wie immer. Parasailing, Fishing, Banana Boat, Stingrays, alles geschlossen. Also sich hier darauf zu verlassen, dass man irgendwo etwas bekommt, einen Ausflug machen kann, ist ziemlich riskant. Weil ich kenne das von ganz vielen Videos, dass es andauernd geschlossen ist und auch von unseren eigenen Besuch. So, wir nehmen jetzt die Tram, weil wir zu faul sind zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem sind die ganzen Charakter nicht mehr draußen, wir sind leider zu spät dran. Und deswegen braucht man hier jetzt auch nicht langlaufen, weil das lohnt sich nur, wenn die ganzen Charakter draußen sind. Und ja, die Fahrt ist nett. Hat eine sehr schöne Aussicht hier. So, wer sich wundert, dass ich wieder auf dem Zimmer zurück bin, nachdem Steffi doch gerade auf dem Kart, auf dem Bus, auf der Tram gefilmt hat, Speicherkarte war voll. Und ich habe möglichst wenig mitgeschleppt. Ich habe an alles gedacht, aber dass die mal wieder dran ist, irgendwie dadurch, dass sie sehr, sehr, sehr groß ist, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber dadurch habe ich schon gesehen, dass wir Donald Luggage Tags haben. Das heißt, wir sind morgen in der Donald Gruppe, die runtergeht, und werden dann halt mit Donald aufgerufen und werden dort auch unser Gepäck einsammeln. Und draußen sind wir, also ich, Steffi ist nämlich schon mal eben die Shops abchecken, die hier auf der Insel sind. Das Besondere ist, hier gibt es Sachen, die gibt es halt auf den anderen DCL. Oder auf den anderen Disney-Shops nicht. Auch online nicht. Zwischendurch tauchen die zwar in meinem Outlet auf, vor Ort in Orlando. Zum Beispiel meine Kappe hier habe ich da gekauft, obwohl ich den Lauf hier vorher schon mal gemacht habe. Aber eigentlich dürfte es die Sachen nur hier geben. Das ist dann immer Castaway Club oder Castaway Key mäßig so. Und da gibt es schöne Sachen. Außerdem gehe ich jetzt noch mal eben in die Poststation und hol mir eine Postkarte für zu Hause. Weil hier gibt es nämlich originale, eine echte Poststation von den Bahamas. Und zwar ist das hier die Poststation. Und hier ist dann das Postfach, den darf man einschmeißen, dann gibt es auch einen Poststempel drauf, aber nur mit Bahama Briefmarken, Bahamian Stamps. Und hier gehe ich eben rein. Oh, der hatte doch gerade noch auf. Na toll, der hat tatsächlich jetzt geschlossen. Es ist Punkt 12 Uhr und ich denke mal, dass die Poststation dann bis 4 Uhr wieder auf hat. Der hat jetzt eine Mittagspause und vielleicht kriege ich dann gleich noch was. Ich habe extra Dollars geholt halt so. Ärgerlich. Und los geht's mit unserer kleinen Elektro-Tram. Thank you.
hier auf der linken Seite sehen wir einen Fotostop für Donald und Daisy. Auf der anderen Seite ist der Fotostop für Chip und Dale. Die haben wir heute allesamt verpasst, aber wir sind ja im Dezember wieder hier. Und zwei kommen noch raus heute Nachmittag. Das ist Captain Jack Sparrow und Hook. Okay, das ist jetzt der erste Stopp, der erste Beach, wo die ganzen Wasseraktivitäten losgehen. Und der zweite Stopp ist dann Pelican Bay, wo es dann mehr der Shop-Bereich ist, Bike Rentals und so weiter, wo ich dann aussteige. So, und schon geht es weiter nach einem ganz kurzen Stopp rüber nach Pelican Bay. Pelican Point heißt es. Und halb so breit, aber ähnlich von der Vegetation, ein bisschen wilder mehr, so wie auf der Seite hier, ist dann auch der ganze Parcours, wo man durchschaut. Hi! Okay, und schon sind wir da. Okay, und ich habe es endlich geschafft. Ich weiß jetzt nicht, eine halbe Stunde ging hierfür noch mal drauf, dass er wirklich da ankommt. Und ich glaube auch, dass ich die Steffi schon sofort gefunden habe. So, Steffi war auch erfolgreich. Ja, es war aber die letzte Größe, also die letzte große Größe, die ich kriegen konnte. Endlich mein Castaway Key Kleid, was ich unbedingt haben wollte. Ja, was oft verkauft ist, ne? Also das ist immer eigentlich ganz früh morgens hin. Als erstes einkaufen, weil wenn es weg ist, ist es erstmal weg. So, und ich habe auch was Schönes bekommen, und zwar was Nettes. Ich habe es jetzt leider nicht angezogen, also nicht fürs Video. So ein Mickey 5K Castaway One T-Shirt in so einem Sportstoff. Also so ein Sportshirt. Gar nicht so schlecht. Und die haben neue Backpacks von Loungefly, die für Herren geeignet sind. Mit Summer Design Castaway. Auch sehr cool. Auch eingepackt. Die Wege ziehen sich ja schon ganz schön, aber hier ist jetzt so die Essensmöglichkeit. Hier ist die kalte Getränkemöglichkeit, eine ganz nette Shady Bar. Hier gibt es dann den großen Familienstrand mit wirklich vielen Leuten. Also 3-4 Reihen Liegestühle hintereinander. Live-Musik. Smoothies, frozen drinks, sliced foods. And many, many more stuff to do. Und hier zeige ich nochmal den breitesten Strand. Hier haben wir schon 7, 8, 9 Reihen mit liegen. Und dann gehen wir jetzt in den zweiten kleinen Shop. Der heißt Seashells and Everything Else. Alles außer Seashells. Sehr nett. Es ist aber toll, hier im Frühling zu sein, weil es blüht, richtig schön. Die Sonne ist noch nicht so heiß, aber sie ist auch gleichzeitig heiß. Es gibt frisches Obst. Und zwar wirklich frisch. Frisch wie frisch, weil die werden das hier gerade schneiden. Das ist Hammer. Und hier sind wir beim Cookies Barbecue, da waren wir beim letzten Mal nämlich nicht essen. Und hier gibt es erstmal Obst. Schön im Schatten hier.
So, ich sitze hier mit Rapunzel. Jetzt wollte ich gerade sagen, dass du Rapunzel bist. Ach da. Lass dein Haar ins Essen. Weil, apropos Essen, wir haben einen Burger einfach ein bisschen Obst dazu genommen und ich zeige mal gleich, was es hier gibt. Ich habe einfach keinen Hunger, weil wir zu spät gegessen haben. Das Essen ist sehr lecker hier, aber es ist zu früh für uns. So, dann gucken wir mal, was es zu essen gibt. Die Schalter haben noch nicht ganz geschlossen. Wir haben noch eine halbe Stunde, allerdings wird es schon etwas geplündert aussehen. Aber wait for it. Oh, hier schließt schon einer. Das heißt, die komplette Seite hier sind jeweils identische Essenstationen. Ich gehe jetzt zu einer Essenstation, die noch geöffnet hat. Wir haben schließlich noch eine volle Stunde geöffnet. Ne, eine halbe Stunde. Also, was gibt's denn hier? Es gibt Chips von Lay's. Coleslaw with skin potato. Salad. Sweet corn salad. Pasta salad. Burger, die jeweils frisch belegt werden. Die kommen wirklich vom großen Grill hier hinten. Sehr schön. Dann gibt es Hot Dogs in Saftbahn. Die sehen gut aus. Ich habe Bock auf einen Hot Dog, aber ich habe keinen Hunger mehr. Chicken, Barbecue Pork, Honey Bourbon Salmon Filet. Das ist auch ganz lecker. Dann gibt es da hinten noch Sauerkraut. Ja, wirklich. Sauerkraut. Chili Beans, Korn von dem Korb, also Maiskorn. Riesen-Cookies, Riesen-Chocolate-Cookies, Cornbread, Brownies, ja. Und das an allen Stationen. Das Essen ist gut, es ist einigermaßen basic, soll aber auch bewusst so ein Beach-Feeling sein, wie am Strandausflug. Also es soll gar nicht hochwertig oder sonst was sein. So mit Luxus, sondern das, was man halt zum Beachpicknick halt mitmacht. Ich finde den Laden auch ganz schön gemacht. Ist so ein bisschen Feeling drin. Also ist toll, gefällt mir wirklich. Außerdem gibt es hier vorne die Coke-Station. Auch Kaffee gibt es hier. Und es gibt irgendwo noch die Ice Cream-Station und da hinten noch Alcoholics. Ja, da sind wir. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Wasser, vielleicht. Ich konnte aber nicht mit leeren Händen zu bekommen, das heißt, ich habe noch ein paar Chips für den Strand mitgenommen. Und hier gibt es einen Pizzaofen, aber die machen gar keine Pizza hier, das verstehe ich nicht. Ja. So, das ist der Nachtisch, ich habe mir einen Gurkensalat bestellt. Ja, auf dem Video kommt das manchmal anders rüber. Das Restaurant heißt natürlich Cookies, ne? Deswegen tatsächlich, das ist halt kein Brot, sondern es ist ein Keks. Aber ich habe mir nur einen kleinen genommen, damit ich nicht so viel zunehme. Wir müssen gleich ins Wasser schnorcheln mit dem vollen Bauch. So, wir haben auf die GoPro ohne Windschutz gewechselt, damit wir unter Wasser gehen können. Schön im Schwimmerchen. Genau. So, und wieder einmal verpassen wir das Schnorcheln. Nicht, weil die Sonne so blendet, sondern weil der Wind so windet. Weil die Snorkel-Area ist komplett geschlossen. Wir dürfen aber auf die rechte Seite rüber. Wo wir aber nicht viel sehen werden, aber ist egal. Wir müssen mal einmal kurz baden. Und dann gehen wir rüber zu den Rutschen wahrscheinlich. Also, willkommen beim Mausgebrauch.
Es ist ganz stürmisch. Es ist wirklich total windig. Wahrscheinlich hört man jetzt noch ganz auf der Kamera, deswegen hat es nicht gemeint. Gut? Ja. War eine doofe Idee, nicht direkt am Anfang hier reinzugehen, weil wir viel zu lange auf dem Schiff waren. Das wird im Dezember anders funktionieren. Durch den Wellengang, ihr seht, dass das hier schon ganz schön wellig ist. Also es ist wirklich fast wellenbadmäßig. Ist das Wasser zwar total angenehm, aber wir haben keine Sicht. Auf dem ganzen Weg, wir sind jetzt hier am äußersten Punkt, und auf dem ganzen Weg haben wir einen großen Fisch gesehen und null kleine. Also nur einen kleinen gesehen, hast du gar nicht gezeigt. Okay, wir tauchen zurück. Schnorcheln. Zumindest ist das eine schöne Foto-Opportunity hier. Und wir haben einen guten Ausblick aufs Schiff. Zurück an Land. So, und wir sind wieder zurück an Land. Schon ganz nett, aber war jetzt nicht so beeindruckend, wie es hätte sein können. Der Einzelplan hat leider schon zu. Hier wird gerade eine Lokalrunde ausgegeben. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir machen uns jetzt eine Bucht weiter, weil da ist Pelican Point und da sind die Rutschen. Und die sind super. Ich hoffe, dass die geöffnet haben, aber da stehen ein paar Leute an, das ist ein gutes Zeichen. Ja. So, wir sind jetzt hier angekommen bei Pelican Point. An den Rutschen! Es ist kaum eine Schlange, glaube ich. Das geht. Jetzt probieren wir mal, wie die Kamera funktioniert, wenn man die schneidet. Hey, die ist auf meiner Hand gelandet. So, das hier ist die Schrittanlage. Und das ist die Schlange. Die haben wir schon in vielen Jahren gesehen. Letztes Mal im August, dann war es hier. Und das ist jetzt deutlich weniger Wartezeit. So was wie 10 Minuten würde ich schätzen. Ja, das passt schon ungefähr. I wish. Total schön ist, dass da hier wirklich so ein Pelikan auch die ganze Zeit lang fliegt. Also wir sagen auch Spaß immer Pelikan, das ist ein Pelikan natürlich. Dass hier ein Pelikan wirklich lang fliegt und richtig schön rumsegelt. Der kommt teilweise total nah hier an die Rutschen ran. Ich weiß nicht, ob man es auch nicht hier sehen kann, aber echt mal ein Segel schlecht. Wow. Und ich weiß, es ist total windig, deswegen nur einmal kurz, da hinten ist die Fantasy. Es ist so verdammt windig hier oben. Also das wird heute eine sehr lustige Rutschfahrt auf alle Fälle. Es ist so verdammt langsam mit so einem Schwimm-T-Shirt, dass ich gar nicht mich bewegen konnte. Also ganz schnell das Ganze war. Aber eine schöne Rutsche. Aber jetzt gehen wir mal zu der Bar hier. Hier sind die Lifeguards, die passen auf einen auf. So, wir sind wieder auf der anderen Kamera-Audiotechnik. Gott sei Dank, ne? Hoffentlich. Und laufen jetzt wieder nach Serenity Bay. Serenity Bay, kennt ihr aus dem anderen Video vielleicht von uns, ist der Erwachsenen-Beach. Ü18 Strand oder ab 18 Strand.
Der hat eine ganz schöne Hängerbahn, weil das ist ja am Ende des, der Landebahn, die hier drauf ist, auf der Insel. Und am Ende von dieser Landebahn ist halt die Bar in so einem alten Flughänger. Und ja, da gucken wir mal, wie der Strand da aussieht heute. Das ist windabgewandt, ne? Das ist der Vorteil. Da wird aber auch jetzt schon Schatten sein, wenn ich das richtig einschätze und mich richtig daran erinnere. Ich zeige mal eben hier auf der Karte, wie das hier funktioniert. Und zwar ist das der Weg, den man lang läuft. Der erste kleine Strand, hier die Schnorchel-Area, der große Familienstrand, hier die Rutsche und hier auf der anderen Seite sind wir. Das sind halt um die 800 Meter zu laufen, 700 Meter. Das sparen wir uns jetzt. Dadurch, dass wir hier einen Bus nehmen, die meisten, die fahren schon weg zum Schiff. Rüber zum anderen Strand wird kaum einer fahren. Willkommen bei Mausgeplant. Ich hatte einen besseren Plan. Wir stellen uns jetzt bei der Aquadag auf dem Schiff an. Die Kids, die werden jetzt müde sein hier. Vielleicht ist da wenig Wartezeit. Watercraft rentals, gilt fins and boat snorkel rentals, and she sells seashells and everything else for shopping. As a reminder, lunch is served between 11:30 a.m. and 2 p.m. at two locations, Cookies Barbecue and Cookies Store. Yeah. Please remember to drink lots of water and use your sunscreen. Now please remain seated until the tram has come to a complete stop. Again, welcome to Disney's Castaway Key. Have a great day and remember to listen for the ship's whistle. It will signal the final tram. See you later and have fun. Okay, ich hoffe mal, wir machen jetzt keinen Fehler dadurch, dass wir jetzt zur Rutsche gehen, aber die Kinder, die müssten alle müde genug sein von Serenity Bay oder sich gerade umziehen oder Koffer packen oder sonst was. Und da ist jetzt dann der Weg frei für uns mit ein bisschen vielleicht Getränk des Tages und ein bisschen Pool-Quality-Time noch, ne? Freue ich mich. Und es ist noch früh genug, dass ich noch zur Poststation kann. Spaßig, auch wenn es ein relativ kurzer Tag jetzt heute war auf der Insel. Aber war schön halt morgens hier zu frühstücken, alleine auch das Fenster aufzumachen und dann rauszugucken und dann halt den Blick auf die Beach. Wir haben auch schon unser Zimmer ausgemacht, was wir auf den Dezemberkurs haben, weil wir da ja schon genau eins gebucht haben, was hier sehr nah zum Beach hin ist. Also sehr cool, da freue ich mich auch richtig drauf. Insofern sage ich nicht auf Wiedersehen, sondern bis bald hier auf der Insel. See you real soon, genau. Tschüss, Casty, Way, Key, something. See you later, Mon. Klasse hier die Aussicht von diesem Punkt aus. Hier geht es dann gleich zur Poststation und zur Foto-Opportunity mit Captain Jack. Ich hoffe, der ist noch draußen. Und hier ist dann auch die Drop-Off-Station für die Tour. Cargo Handling heißt das hier. Die Station. Auf alle Fälle läuft die Aquadag. Da freue ich mich drauf. Und die arbeiten immer noch am Schiff. Jetzt hier. Oh, eine Foto-Opportunity. Geil mit unseren Schwimmsachen. Das ist cool. Hier ist das, nämlich Post Office. Ich gehe eben rein, bevor ich das wieder verpasse.
So, wir sind oben auf dem Zimmer angekommen, wie man sieht. Jetzt ist richtig leer auf Castaway. Also am Strand und so sieht man schon, die Massen, die sind jetzt auch schon zurückgelaufen. Das war ja schon echt überschaubar. Am Schiff haben wir Captain Jack Sparrow gesehen. Der hat sich sogar daran erinnert, dass ich heute mich nicht angestellt habe, sondern an ihm vorbeigelaufen bin und ein Foto gemacht habe. Chippendale und Hook waren da jeweils noch für Character Meet and Greets, aber zu viel Schlange und oder gar nicht so viel Schlange, aber hat uns jetzt nicht so gereizt, da nochmal anzustellen. Und Chippendale Queue hätten wir gerne gemacht vom Schiff, aber die war dann schon geschlossen in dem Moment. Okay, dann gehen wir Zeit zum Pool. So, wir sind an der Kindereisstation, aber wir können ja nicht nur Kindereis trinken oder ja, Bier oder sowas. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Shipment Vanilla. Perfekt. Try. Wahrscheinlich das letzte Mal Aquaduck fahren. Okay, so voll ist der Pool jetzt. Viele packen wahrscheinlich oder sind noch fertig von Castaway oder essen einfach dort. Angekommen im Atrium heißt es natürlich wieder sofort Character Meet and Greets. Hi! Number one! Best duck in the world! Woo! Donut! 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 Okay, no. Donut! Oh! Oh, a hidden Donald. Oh, yes. Oh, there we go. That's awesome. Hey guys, party up. Stir it up! Oh, come on! Also sehr cool immer die Actions mit Chippendale, ne? Ja, Chippendale sind so. Super großartige Fotos. Bei alle Charakter auch eigentlich immer. Aber Chippendale sind schon ziemlich cool. Also, speaking of Fotos, hier ist dann Shutters. Hier kann man sich die ganzen Fotos angucken, die man gemacht hat. Und wenn was fehlt, auch noch nachbuchen oder einfach über die App kontrollieren, was wir jetzt den ganzen Tag auch immer gemacht haben. Und dann nachträglich downloaden zu Hause oder übers Telefon jedes Einzelne, was nicht so viel Spaß macht. Auf wie viele Fotos sind wir, weißt du es? Über 500. Cool. Wir hatten Alaska, glaube ich, 300. Das war schon richtig gut, haben alle gesagt. Ja. Jetzt haben wir auch 500. Ich weiß auch nicht, warum. Pixar Day at Sea. Genau. Okay, es gibt viele traurige Momente auf einer Disney-Kreuzfahrt. Das ist zum Beispiel, wenn man die Gepäcklabels bekommt für die Gruppe, wo man raus muss. Oder wenn man die Magnete abmachen muss. Und genau dieser Moment ist jetzt. Okay, wir haben jetzt noch hier einmal Pluto und ich stehe noch einmal an für ein Foto. Mein Bier. Wow, wir sitzen jetzt wieder im Walt Disney Theater, schauen uns die Belief Show an. Ich habe sie gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ob die sonderlich gut war oder wie sie war. Also, Prost.
Post übrigens. Oder? Doch, Belief haben wir aber Wish gesehen. Auf der Wish? Ja, das ist, wo eine erzählt hat, dass sie so immer toll. Besser war. Die war nicht so toll, glaube ich auch. Habe ich so in Erinnerung. Mal gucken, wie sie heute wird, keine Ahnung. Und jetzt kommt wirklich oben auf dem Balkon noch ein Geiger, der wirklich da anfängt zu spielen, so als Überraschung für die Wartezeit. Wow, den haben wir schon im Atrium gesehen, der hat auch eine Abendshow hier noch gehabt. Das ist eine tolle Überraschung halt so. Hear that? That is awesome. It was a bit of a windy day out there, but I do hope you enjoyed all that fantastic sunshine out there on Castaway Key. I'm so happy to hear it, but I still can't help but feel a little sad up here right now because, well, you're leaving us tomorrow. Okay, listen, everybody. We are not happy about that either, okay? And the only reason I'm bringing it up right now is because I don't want you to go around for the rest of tonight thinking like it's the last night of the cruise. We still have entertainment and fun right up until the last second, so I want you to go out there and enjoy every last moment of it. Can you do that for me tonight? Yeah! Trügerisches Zeichen, dass es losgeht, ist, dass ganz viel Disney-Koffer vorm Zimmer stehen. Schade. So, wir haben heute das ganz späte Dining, weil wir bis gerade noch die Koffer gepackt haben. Und mal gucken, ob wir überhaupt noch was bekommen. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht mal, wo unser Tisch war. Du? Ich suche einfach Roxy. Ich glaube, wir waren da vorne. Ah ja, und es ist unglaublich, aber wir dürfen tatsächlich sogar noch am Malen hier im Animators Palette teilnehmen und haben unsere Figuren gemalt. Meine ist praktisch, aber schnell. Meine ist noch praktischer und noch schneller. Ich war schneller. Aber ich habe immerhin Adidas. Ja. Und ein Herzchen. Ich habe ein Mausgecheckt-T-Shirt. Oh, Mausgecheckt. Wie cool ist das? Wow!
So, Animators Panic mit der interessanten Karte, die sich bewegt. Okay. Hat dieses Menü. Auch dieses Menü werdet ihr wieder nicht lesen können. Deswegen werde ich das nebenher einmal einblenden. Und in der Zeit lieber was von dem Videoscreen zeigen. Das Essen ist auf alle Fälle bestimmt nochmal ganz nett zum Abschluss, oder? Was? Das Essen ist bestimmt ganz nett zum Abschluss. Ja. Und das hier ist mehr so eine Cartoon-Version vom Animator's Palette als in auf der Wonder. Gefällt mir auch sehr gut, doch. So, und unsere Vorspeise ist gekommen. Ich habe das Thunfischfilet genommen. André, die schicken sie teil. Genau. Und ich recorde gerade das Menü, damit ich seitlich einblenden kann. Genau. Oh, ich habe die Desserts schon gesehen. Cinnamon-Cake. Ja, Signature-Dessert ist Amaretto-Cheesecake. Den habe ich mir schon ausgesucht. Sehr schön. Mein nächstes Menü kommt. Oh, cool. Das ist ein Stück Salatstrunk mit ein bisschen Schafskäse an der Seite und Oliven. Die Salate sind ziemlich lecker auf der Fantasy. Generell auf der Disney Cruise Line. Generell in den USA. Ich bin großer Salatfan in den USA. Und du bist ein Suppenkasper? Ich bin Suppenkasper. Ich habe eine White Cheddar Soup mit Brokkoli. Lecker. Davon kann ich dir auch was glauben. Willst du was Schafskäse haben? Lieber Cheddar? Okay. Und die ganze Zeit läuft ja so klassische Disney-Musik. Also wirklich klassisch, sogar Ratatouille ist schon das Neueste davon. Und es gibt die irgendwelche Videos mit Essensbezug halt. Das ist auch beeindruckend, weil ist anders als in den anderen Restaurants, weil das halt sich schon auf so Cartoons und Essen und sowas halt bezieht. So, das ist schön. Welches gefällt dir besser? Die Wonder Animators Palette oder hier? Wonder. Aber hier ist das ein Comic-Stil, also das ja. Ist cool. Crush zählt nicht, denn ich meine den Ladendesign. Der gefällt mir auf der Wonder besser. Ich mag es hier. Hier kommt das mir so ein bisschen vor wie in Hollywood Studios. Mickey Mini Runaway Railway Cartoon Style, die Farben und all sowas so. Ja, vielleicht ein bisschen, aber. Leicht moderner, gefällt mir auch. Gefällt mir beides. Wir können ja nochmal zurück auf die Magic, um das nochmal zu kontrollieren. Okay, das ist ein guter Plan. Ein Placeholder haben wir ja wieder. So, frischer Pfeffer kommt da noch drauf und dann, thank you. Und Steffis Essen ist ein Lighter Choice Filet, ne? Genau. Mit Mashed Potatoes und Broccoli. Blumenkohl hat es gar nicht bestellt eigentlich. Nee, aber mag ich auch. Okay. Ich habe ein Filet Beef Wellington. Es ist halt so typisch amerikanisch. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal irgendwo hatte, bestimmt in irgendeinem Buffet-Restaurant. Bin mal gespannt, ob es mir als Main-Dish überhaupt schmeckt. Problemlos kann man übrigens auch das Essen nochmal austauschen. Also wenn wir schon mal gesagt haben, ja, ist nicht so richtig meins, haben sie sofort gesagt, ach, willst du Pasta haben, willst du das haben oder sowas. Und wir so, nee, ist jetzt bestellt, das essen wir. Aber scheint wohl auch, ich weiß nicht, üblich zu sein, habe ich noch nicht gesehen, aber es scheint, ist möglich, sagen wir es mal so. Dann guten Appetit, mal gucken, ob das Medium Rare ist. Der Service ist heute super schnell. Wir waren spät dran. Wir kriegen rubbel die Katze unser Essen. Das ist echt unglaublich. Und? Fokus, Fokus. Okay. Der mir hat die Kamera nicht scharf gestellt und muss jetzt sagen, wie es schmeckt. Ist gut. Okay. Thank you.
was some animation magic, huh, folks? And I couldn't have done it without friends like you. Thanks, everybody. See y'all real soon. Meine blauen Streifen, die ich hatte in der Figur am Absoluten, waren gar nicht da. Ganz komisch. Und unsere Namen sind auch nicht da gewesen, ne? Deine ja und meiner müssen wir mal zurückspulen. Aber auf alle Fälle bekommen wir jetzt noch so ein Zettel, dass wir offizielle Animatoren von Disney von der Animator's Palette sind. Das ist sehr praktisch, wenn die Koffer schon gepackt sind. Boah, so viele Hunde. So many dogs. Mausgecheckt hat ein Problem. Wir wissen nicht, was wir von der Nachtischspeiskarte nehmen. Also den Celebration Cake mit Layers of Cheesecake covered with strawberries. Celebration Cake ist die Hölle. Das sind Monsterteile. Die sind 8 Etagen hoch. Das ist ganz böse. Ich zeige mal eben, was wir hier haben. Aber auch hier gilt wahrscheinlich, einblenden ist die schlaue Wahl von dem Video. Also speaking of Nachtisch, ist wahrscheinlich der Orchard Peach Tart mit Dolce de Leche Ice Cream eine Wahl. Oder ich finde auch das Cappuccino-Mousse in Sugar-Free nicht so doof. It's not sugar-free, it's not sugar-added. Ja. Also André hat sein offizielles Zertifikat erhalten. Und zwar ist er mit einem echten Siegel. Official Disney Animator. How cool is that? Und alles, was blau ist hier in meiner professionellen Zeichnung, hat nicht im Video funktioniert. Leider nicht. Es war ganz verblasst. Aber was gut funktioniert hat, ist Steffis Zeichnung. Ja, außer dass meine Hände, weil die auch die waren blau. Weg. Also alles, was blau war, war halt leider nicht so zu sehen. Einfach weg. Also ich bin auch Official Disney Animator Certificate. Ja. Cool. Dafür, dass wir zu spät waren und eben was zeichnen mussten, ist es, glaube ich, okay geworden. Ich habe weniger als eine Minute dafür gebraucht. Das sieht man gar nicht. Nein, weil deine Zeichnungen sehen immer so aus. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe auf der Dream, oder? Man weiß es nicht. We will see. Ich gehe mal eben hier zum Boden hin, weil was ich noch nie gesehen habe, ist, dass halt wirklich auch die Bodenkacheln leuchten und das halt an mehreren Stellen. Also ist cool. Jeweils so die Ecken haben dann animierte Figuren da drin. Wirklich nett. Und der Teppich von der Animator's Palette hat natürlich mehrere Arten von Hidden Mickeys drin. Ist ja auch immer sehr beliebt. Und hier das Design finde ich eigentlich auch dafür, dass das schon viele Jahre alt ist. Schon eine gute Idee, wie sie das gemacht haben. Dass auch hier da noch so Figuren gibt. Sehr nett. Und dass dann die Steffi wieder abends am Essen sitzt und Fotos guckt. Das ist so cool geworden hier. Ja. Okay, das blende ich dann mal ein. So, und unser Nachtisch ist auch gekommen. Und zwar habe ich den Amaretto Cheesecake genommen. Der sieht sehr, sehr gut aus. Aber bevor du was von meinem Nachtisch erzählst, möchte ich noch was erwähnen. Ja. Und zwar liegen hier diese Malstifte rum von der Firma Crayola. Crayola ist die... Ist ja was wie ein Prittstift bei uns halt so. Also so ein super Markenname, Tesaband oder sowas halt so, was halt so, so super prägend für das Genre von Malstiften ist. Das sind so die ganz offiziell. Davon gibt es auch in Orlando ein Crayola Experience Park mit so Kletterland, bisschen Computerspiele, so ist nicht sonderlich toll, muss man nicht hin.
Aber ich bin natürlich top vorbereitet hier. Und jetzt schau mal eben hier bei meinen Schuhen. Ich habe ja tatsächlich heute Vans an. Von der Firma Crayola. Und die sind so unten drunter auch richtig cool. Im Bund. Also, top gethemed. Nicht nur das Lokal hier, sondern auch der Herr, der für Maus gecheckt den ganzen Scheiß hier erzählt. Bei uns gibt es gar nicht Buntstifte, die so einen besonderen Namen haben. Ne? Wir haben das gar nicht so. Wir haben halt doch, Faber. Für Füller. Für, ja, Faber vielleicht. Aber Faber ist mehr so edel. Mehr so zum dünnen, so dünne Stifte. Wir haben halt mehr so Füller, die so einen Namen haben. Aber nicht Buntstifte. Und hier ist es halt Buntstifte. Und jetzt zeige ich mal Andres Nachtisch, weil der sieht nämlich auch richtig gut aus. Das ist eine Peach-Tart, also eine Pfirsichtorte mit Ice Cream. Und zwar Dolce de Leche Ice Cream, was mein Favorite ist. Und dann kommt da auch noch Vanillesoße drüber. Wie cool ist das denn? Und nochmal, Dolce de Leche ist super süß, aber super lecker. Ist sowas wie süße Dosenmilch oder in der Art. Kondensmilch. Ja, sowas, ja. So, und da wir dieses Mal nicht geschafft haben, Room Service zu bestellen, war André gerade so schlau und hat sich noch einen Nachtisch bestellt, sein Lieblingseis, und zwar eine Mickey Ice Cream Bar, die im Park, um das nochmal zu erwähnen, 6 Dollar und kostet, glaube ich, und hier einfach kostenlos ist. How cool is that? Aber der ist ein bisschen angebrochen, aber okay. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben, okay? Die kostet im Park einfach fucking 6 Dollar und oder 5 also Dollar. Manchmal kostet sie 5,90 manchmal, oder 5,50 oder 5,90, glaube ich, und manchmal 6,90. Ja. Aber je nachdem, wo man ist. Im Hotel auch. Also auch im Disney-Hotel kostet es 5. Ja, genau. Und es ist einfach nur Vanilleeis mit Schokolade. Also es ist noch nicht mal so gut wie ein Magnum. Und allermeistens, ja, die Schokolade ist lecker. Aber allermeistens ist es auch noch irgendwo kaputt. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht Instagrammable. Ja. Wie man ja auch so neudeutsch sagt. Genau, das kommt auch noch hinzu. Aber André mag es und deswegen lass es dir schmecken. Thank you, Bill. So, das war das letzte Abendessen. Hör auf rumzuhören, dieser Channel, der soll nicht so negativ sein. Also, es geht ja schon wieder weiter. Wir haben ja schon wieder weitere tolle Urlaube und so weiter. Das ist super auf dem Boden, ne? Ja. Boah. Und es gibt weitere tolle Urlaube. Wir haben noch einen Tag im Park morgen. Ja, das wird großartig. Und vielleicht streiken die Deutschen ja auch und wir kommen gar nicht nach Hause. Oh, das wäre voll cool. Dann bleiben wir einfach hier. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Weil mit Delta gebucht und wir streiken. Wir haben eine American Stewardess getroffen hier und das ist ja, zur Not werden wir mit dem Zug von Paris aus nach Hause kommen. Ja. Oder mit dem Taxi, keine Ahnung. Das war Animator's Palette, das war der letzte Tag, aber jetzt gibt es noch eine kleine Show. Ja, und zwar gibt es eine See You Real Soon Show. Night. Und See You Real Soon. Ja. Oh. Das ist auch so, zwar nicht auf der Fantasy, aber auf der Dream. Yes!
Adrian here at the heart of the Disney fantasy. I'm Sean, your assistant cruise director, and I have to know, did you have an amazing cruise? Wonderful, we love to hear that. But we truly hope that you, your friends and family, have made those magical moments that will last in a lifetime. But as before our time together comes to a close, I have some very special friends that would like to come say hello one last time. How does that sound? Fantastic. Well, please, without further ado, some of them reminds us to have faith in our dreams. It's Cinderella. And our favorite dreamer, Rapunzel. All the way down from the bayou, it's Princess Tiana. And next, the party animal of the Disney fantasy, Pluto. And he danced his way to our hearts at the beginning of the voyage. It's Goofy. And the number one duck on the high seas, it's Donald Duck! And now everyone go nuts, it's Chip and Dale! And of course, the newest captain of the fleet, Captain Minnie Mouse! And new, and last but certainly not least, it's Captain Mickey Mouse! Now, Mickey, Minnie, and their friends are going to be around the lobby atrium for the next 20 minutes for those final farewell hugs, photos, and autographs. So that's 20 minutes with Mickey and their friends. Enjoy! So, jetzt für 20 Minuten Character Meet and Greet. Alle werden sich draufstürzen. So ein paar Fotos, das sparen wir uns jetzt. Ja, wir haben wie viele Fotos. Wir sind gut dabei. Auch die Outfits, ja. Sind natürlich nette Selfies, die man da nochmal machen kann. Ja. Aber da stehen jetzt schon wieder Leute mit ihren ganzen Unterschriftenbüchern. Ja, genau. Boah, das dauert. We don't want to leave you. Yes. No. Did you both have a good trip? Yes. Did you have any favorite parts? So much fun. So things to do. You know, some of the things. I love coming places like this too. This is different. So, ein paar Fotos haben wir noch gemacht. Donald hat eine ziemlich lange Schlange, da haben wir aber auch heute die professionellen Fotos gemacht. Ich finde es aber cool, dass man hier mit wenig Wartezeit dann tatsächlich noch ein paar nette Fotos bekommt halt. Also wir standen jetzt gerade 3 Minuten oder 4 Minuten an für eine Prinzessin jeweils. Das war echt easy. So, und das war die letzte Atriumsparty. Traurig. Steffi guckt schon gar nicht mehr in die Kamera. So, das Zimmer sieht jetzt schon nicht mehr so feierlich aus. Aber unser Host hat uns noch eine schöne Seerobbe gemacht, ne? Hm, voll niedlich. Mit der Sonnenbrille. Und unser Zimmer ist dann wirklich halt, naja. Ganz traurig. Die Tür ist weiß, ohne irgendwelche Fanmagnete. Ein bisschen Stofftiere hängen hier noch rum, was der uns so gebastelt hat in den letzten Tagen. Also ich fand Wall-E super. Ich fand den Gorilla super, die Giraffe super. Die Maus ist schon weg. Ach nee, da ist die Maus noch. Oh, warte, ich hole sie mal raus. Hol die Maus raus. Alle gesammelt hier. Die Maus. Dann gab es da hinten den Affen.
der Klopapier oder irgendwelche so Tissue-Tücher, ja, also Kosmetiktücher als Schwanz nicht, hatte. Das ist echt Klopapier. Nee, das sind die Tücher. Das Klopapier ist noch dünner. Das ist das Klopapier. Und halt die Seegruppe. Was ist dein Favorit? Ich glaube Wally. Wally ist cool. Den habe ich auch noch nie gesehen. Aber auch die Robbe. Die Robbe ist auch großartig. Die ist auch groß. Und wir hatten am Anfang, aber den hat er ja wieder Robbe weggemacht, weil der das auch aus diesem hier gemacht hat. Wir hatten ja noch einen mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ganz am Anfang, der erste war es, glaube ich. Da wusste man nicht, was das war. Ja, ja, ganze Deko ist halt weg. Naja, schade. So, die letzte offizielle Tätigkeit hier auf dem Schiff ist noch einmal im La Piazza eine Kleinigkeit trinken und dabei den Geiger zuzuhören. Und die Drinks sind super gut. Hoffentlich kommen wir dann morgen auf die Bühne und rein. Nehmen wir jetzt einfach schlafen und auf dem Schiff bleiben. So, gute Nacht beim Ausgecheckt. Wir haben noch ganz nett in der Bar gesessen bei La Piazza. Komischer Gesang, aber sehr schöne Galgen-Performance. Ja, also, ja, das war richtig gut. Das war wirklich cool. Was serious. You guys are on YouTube. Don't do that later. Okay, you will be. I don't cut this. Okay. No, okay. So a very nice evening with nice people. Yes. I have to pretend to say this. War ein schöner Abend. Es war ein toller Castaway-Key-Tag. Ja, wir waren leider viel zu spät, aber es war trotzdem schön. Ja, war ein anderer Tag. Mal anders, genau. Genau, jetzt haben wir halt so Kurs gemacht. Beim nächsten Mal wissen wir, was wir besser machen, nämlich wirklich als erstes schnorcheln. Was wussten wir eigentlich? Wir wussten auch, dass Wind aufkommen wird nachmittags, wird sogar angesagt und so, aber wir waren lazy heute. Ey, wir sind auch es waren 8 Tage Walt Disney World, darf man nicht vergessen. Mit genau. Spät in die Nacht rein, also wo wir echt um 1-2 Uhr jeweils zurückkamen. Ja, wir haben hier super viel gemacht. Wir hatten einfach mal gestern den Sea Day genutzt und auch heute Morgen mal ein bisschen genutzt. Außerdem musste ich packen Außerdem, wer hat heute Morgen genutzt? Ich war laufen. Ja. Also ich habe eine Hammer-Medaille Wir haben gar nicht ausgeschlafen, sondern war nicht wir waren laufen. Ich musste packen und dann mussten wir nochmal packen. Und nochmal packen. Und dann habe ich gesagt, was ich anziehen will und wir mussten nochmal packen. Ja, okay. Und das ist, war alles in allem war es super schön und Morgen ist die Vacation. Wir checken jetzt eben noch ab, wann wir wirklich raus müssen. Und außerdem ich noch meine letzte Mexican Coke. Mexican Coke. Weil ich sie leider nicht mitnehmen kann. Dann könnten wir, aber dann ist sie warm. Ja. Und saßen hier noch gerade auch in der Bar mit dem deutschen Bartender, den ersten deutschen Cast-Member, den wir jetzt hier getroffen haben. Ja, der schon gesagt hat, oh schade, hätten wir mal Content für den Channel machen können. Ja. Wäre vielleicht nett gewesen, aber andererseits ist ja unser Point of View und kein professioneller Bericht hier. Und oder Point of Experience, sage ich eigentlich immer. Ja, und was habe ich noch? Morgen geht's nach Walt Disney World. Die Vacation. Nochmal. Und im nächsten Video werdet ihr das Magic Kingdom nochmal sehen. Vielleicht mit einem speziellen White, wenn wir Glück haben und die DVC-Member davon überzeugen können, dass wir in das Preview dürfen von diesem neuen Fahrgeschäft. Mhm. Ich spoilere es nicht, weil sonst ärgere ich mich. Bis dann. Bitte. Schlaft gut. Und so leer ist das Atrium dann an dem Tag, bevor es losgeht. Und morgen früh müssen wir schon um 7 Uhr zum Frühstück, damit wir um 8.15 Uhr auch wirklich das Schiff verlassen, um 9 Uhr unseren Bus zu kriegen. Sehr schön hier alles. Deck 10.
Meine blauen Streifen, die ich hatte in der Figur am Absoluten, waren gar nicht da. Ganz komisch. Und unsere Namen sind auch nicht da gewesen, ne? Deine ja und meiner müssen wir mal zurückspulen. Aber auf alle Fälle bekommen wir jetzt noch so ein Zettel, dass wir offizielle Animatoren von Disney von der Animator's Palette sind. Das ist sehr praktisch, wenn die Koffer schon gepackt sind. Boah, so viele Hunde. So many dogs.